Conference TV. Ja, erstens mal willkommen. Ich fühle mich geehrt, dass ich als Erster hier ein Interview geben kann, Patrons Club. Ja, meiner Familie geht es gut. Vor 5-6 Wochen bin ich Vater geworden von einem Bub namens Nelio. Und ja, es geht super. Wir sind von Tag zu Tag einfach am Geniessen. Und es ist einfach ein unbeschreiblicher Moment. Ja, das stimmt. Dieses Jahr war es ein bisschen knapp für meine Generation. Ich glaube, wegen der WM nächstes Jahr. Aber es ist auch positiv. Wir können das Positive sehen. Wir sind auch parat. Wir hatten nicht lange Pause gehabt. Man muss nicht viel mehr arbeiten, um wieder zurückzukommen, um wieder die Grundbasis zu haben. Und, ja, aber allgemein klar hat man als Fußball ein bisschen länger, ein bisschen mehr Ferien. Aber du, ist auch gut so. Ich meine, wir machen unseren Beruf und das ist sicher das Wichtigste. Ja, ich denke, von den Resultaten her ist eigentlich die Tendenz steigend. Wir haben die ersten 3 Spiele verloren. Ein bisschen zu hoch, finde ich. Wir haben immer gut mitgespielt, aber ein bisschen hoch verloren. Aber wie wir jetzt die letzten 2 Spiele gesehen haben, wir sind parat, denke ich. Die Tendenz steigend. Ist schon nicht gut, wenn du gerade von Anfang an wieder voll parat bist. Darum sehe ich das nicht halb so schlimm. Die Ziel für dieses Jahr ist klar. Wir wollen den vierten Platz bestätigen sicher einmal und den ersten 3, sagen wir mal. Und sicher in die Europa League kommen, die Gruppenphase ist für den Traum, europäisch zu spielen. Also viel zu reisen, auch für die Fans. Und ja, das wäre einfach sicher. Ja, du hast 13 genommen, also sagen 13. Mai genommen.